Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute melden wir uns wieder zurück aus unserer berühmt-berüchtigten Ecke. Auf dieses Video heute. Ja, heute mal kein Vlog. Heute machen wir mal ein Video. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen mal so TikTok-Lifehacks, die wir im Internet gefunden haben. Wir wollten es einfach mal probieren. Wir waren echt fasziniert von dem einen oder anderen Lifehack. Aber ich bezweifle, dass es irgendwie bei uns klappt, weil immer wenn wir sowas probieren, es klappt nicht. Stimmt irgendwie. Genauso wie vor 3 Jahren mit der Wassermelone, die sie mit Gummi zum Platzen bringen. Wir waren, glaube ich, 5 Stunden im Garten gestanden, das hat nichts gebracht. Ja, stimmt. Weißt du, ne? Das Live hat auch nicht funktioniert. Also das Live hat auch alles, nicht funktioniert. Was wir probieren, hat nicht funktioniert. Genau. Aber ich bin heute voller Hoffnung, weil ich das einfach so cool fand. Einfach, ich will, dass es funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal wir an. Wir lassen uns jetzt mal nicht die Laune verderben und machen es jetzt auf jeden Fall. Immer positiv denken. Wir fangen an mit dem ersten Lifehack. Genau. Und zwar brauchen wir dafür, laut dem, was wir gesehen haben, also wir haben es noch nicht probiert, ein Buch mit einer Seite. Genau. Einfach eine leere Seite. Dann 2 Filzstifte. Oder einen. Oder einen, ist ja vollkommen egal. Und? Mit diesen Filzstiften, oh ja genau, und einfach nur Glätteisen. Mit diesen Filzstiften beschmieren wir jetzt eine x-beliebige Seite mit irgendetwas. Ja. Und angeblich soll dann, wenn man mit dem Glätter drüber fährt, die Schrift verschwinden. Das heißt, die Seite wieder blank sein. Ich war so fasziniert. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Was denkst du? Ich denke nicht, Mann. Wie ihr seht, habe ich jetzt die Seite beschriftet mit ganz romantisch mit HKI-KIT-BHTB. Und jetzt versuchen wir doch einfach mal, ob das wirklich so einfach klappt, wie das die Boys da in dem Video gemacht haben. Also, ich bin unser Glättmeister heute. Seid ihr ready, Leute? Glätter ist auf 165 Grad. Ready, set, go. Gar nichts tut sich, gar nichts. Schaut wieso mal. Wieso funktioniert das nicht? Machen wir nochmal drüber. Ich mach's mal in die andere Richtung. Ja, weiß ja mit der Richtung was zu tun hat. Wieso? Ich sag's dir, das war ein Fake. Why? Ich hab's dir gesagt. Soll ich es nochmal mit anderen Stiften? Komm, hol mal so einen Folienstift und den Tintenstift da, wo man Tinten löschen kann. Also ich habe jetzt hier einen Tintentoner, einen Folienstift und nochmal so einen goldenen. Mal schauen, ob es mit denen funktioniert. So Leute, also ich habe jetzt hier Sprung zu einem Mist klappt nicht geschrieben. Also ich bin jetzt voller Hoffnung. Okay. Vielleicht funktioniert es mit dem Folienstift. Dreh's mal in die Kamera die Seite. Okay, ich bin richtig aufgeregt. Ah! Schmarrn von wegen, nicht. Alter. Fahr mal so rum raus. Warum? Pass auf deine Finger auf. Das nee. Nichts tut sich. Warum? Ich wette mit dir, die haben irgendeinen speziellen Stift, der bei Hitze sich einfach von selber löscht, der sich auflöst. Stimmt. Bei Hitze. Verstehst du? Ich weiß, was das für ein Stift ist. Was? Kleine Kinder bemalen doch Sachen und wenn es trocknet, ist es weg. Das ist bestimmt so ein Stift. Becky hat nämlich auch sowas. Echt? Ja, dann ist es wahrscheinlich so einer. Also das ist auf jeden Fall Fail. Daumen nach unten. Kommen wir doch zum nächsten Lifehack. Dafür benötigen wir doch ganz einfach hier einen 5-Euro-Schein oder einen x-beliebigen Schein. Ihr kennt es doch. Und wieder mein Glätteisen. Was bist du eigentlich? Bin ich Chirurg oder was? Glättmeister. Also ihr kennt es doch bestimmt, beziehungsweise Leute, die wo kein Geldbeutel mit sich tragen, wie zum Beispiel ich, dass der Geldschein in der Tasche sich immer so zerknüllt. Der schaut dann ungefähr so aus. Schaut echt so aus. Der schaut echt so aus. Und dann, meistens ist es mir eigentlich egal, ich gebe ihn dann so immer an der Kasse ab. Aber jetzt gibt es einen Lifehack, den wir gesehen haben. Und zwar nehmt ihr, wenn ihr natürlich den Geldschein in die Ausgangsform haben wollt, in der Ausgangsform, dann fährt ihr einfach schneller, so sonst fackelt der ab. Wow. Jetzt ist er wieder richtig glatt. Oh, jetzt schaut er doch schon besser aus, als dass er wert ist. Voll geil. Der schaut jetzt richtig, schaut mal, wie glatt der geworden ist. Ja. Also ich finde, das ist ein richtig cooler Lifehack. Das ist echt ein cooler Lifehack. Außer man gibt ihn einfach so ab wie ich. Das ist aber peinlich. Also ich würde sagen, der Lifehack gibt auf jeden Fall einen Daumen nach. Ja, Mann. Willst du den nächsten Lifehack vorstellen? Dann mach das mal. Weil das geht nämlich nur mit langen Haaren. Ich habe auch lange Haare. Also jeder kennt bestimmt das Problem. Ihr sitzt im Flieger, ihr wollt eine Serie oder irgendwas anschauen von eurem Handy, aber ihr habt keine Lust, ständig dieses Handy zu halten. Und jetzt kommt der ultimative Lifehack, Leute. Und dafür benötigt ihr eine Handyhülle. Dein Handy.
Und dann müsst ihr Folgendes machen. Das darfst du jetzt mal zeigen. Also, für diesen Lifehack ist natürlich vorausgesetzt, dass derjenige, der vor euch hockt, eine bekannte Person ist. Stellt euch den Sitz vor. Inka lässt jetzt über den Sitz so die Haare runter. Dann nehme ich ein Stück von ihren Haaren. Ja. Tu es zwischen Handyhülle und Handy. Klemmst ein und zack. Das Handy hängt an ihren Haaren und ich kann einfach nur chillen. Aber du willst mir doch echt nicht erzählen, dass es irgendjemand mit sie machen lässt. Was zieht? Ja, natürlich zieht das, Alter. Da hängen vielleicht 100 Gramm oder keine Ahnung, was so ein Handy wiegt an deinen Haaren. Also das ist mal zwar cool, aber überhaupt nichts Gebrauchliches. Schmerzvoll. Warte. Oh, oh. Uja. Oh, der kommt auf so einen Schmarrn. Aber es ist echt eine witzige Idee, muss ich sagen. Das ist witzig vielleicht, aber das lässt doch keiner mit sich machen. Ich glaube, mein Schwing ist hier jetzt glatt geworden, oder? Oh ja, ja, das ist auch das Glätte. Wir haben noch ein Leid. Wir glätten somit die Haare. Okay. Also, ich weiß nicht, das ist so ein Mittel, also, wenn nicht sogar Daumen nach oben. Deswegen kriegst du einen Daumen nach oben, aber sinnvoll ist es nicht. Das ist überhaupt nicht, nein. So, der nächste Lifehack, Leute. Holen Sie die Maiskörner. Hacken schaut schon die ganze Zeit auf die Maiskörner, weil er nicht weiß, ob das so wirklich funktioniert. Ich glaube es mal nicht. Also, wir brauchen für unseren nächsten Lifehack, wie ihr seht, Maiskörner und ein Glätteisen. Und angeblich, wenn wir jetzt die Maiskörner zwischen das Glätteisen klemmen, also zwischen die Auflageflächen da, Leute, das ist eine alte Popelarbeit. Bevor ich so Maiskörner zum Poppen bringe, gehe lieber irgendwo in den Ding Supermarkt und kaufe mir einfach Popcorn. Also das ist auch aber so. Aber eigentlich sollte es schon funktionieren, weil es hat 165 Grad. Ich glaube nicht, dass es in der Pfanne heißer ist. Ich weiß es nicht, ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich glaube, in der Pfanne hat es vielleicht so 100 Grad oder keine Ahnung. Niemals. Echt? Niemals. So ein Pfannenboden hat mal richtig Temperatur, glaube ich. Ja, ja. Da ist das nichts dagegen. Aber es hat bei denen funktioniert. Ich weiß nicht, das ist auch... Mhm. Und das schaltet auch noch ab. Dadurch, dass er zu wenig Kontaktfläche hat, dieses Glätteisen, schaltet es einfach ab. Der erkennt das Maiskorn nicht mal. Das ist wie so ein blindes Huhn, dieses Korn sucht. Oh Mann, ich glaube, wir hätten einfach ein anderes Glätteisen gebraucht. Dann hat es sicher nicht funktioniert. Also ich bin mir fast sicher, dass es... Es ist voll weiß geworden. Ah, es ist sogar voll heiß. Aua. Also ich bin mir sicher, wenn wir ein anderes Glätteisen benutzen, dann funktioniert es. Nur mein Glätte hat so eine Abschaltautomatik. Wenn man es nicht bewegt, dann schaltet er automatisch ab. Boah, jetzt tut sich aber echt was. Wirklich? Ja, jetzt geht's voll ab. Really? Der bläht sich auf, gell? Weiß nicht. Doch, der bläht sich auf. Aber irgendwie dauert das auch Stunden, man. Ja, also ich glaube, das kann bis zu 5 Minuten dauern. Nee, das hat sich ja gar nicht bewegt. Er bewegt so. Schau mal, nur ein bisschen Fläche. Also das heißt aber, theoretisch würde es funktionieren. Ja, weil du wahrscheinlich stundenlang da dran hockst wegen ein so einem Maiskorn. Also ich bin mir auch sicher, wenn der nicht automatisch abschalten würde, würde es funktionieren. Also es kriegt einen halben Daumen. Also da kannst du mal gerne, aber es kriegt gar keinen Daumen von mir. Das ist absolut nicht für mich. Oh Mann. Das ist ja voll die Therapie hier. Kommen wir zu unserem nächsten Lifehack. Ilkay, Assistentin, bring mein Zeug. Ihr habt so einen Kerzenhalter, ja. Ein Kerzenglas, wohlgemerkt. Ja, Halter, keine Ahnung, Kerzenglas. Und mit einem normalen Feuerzeug kommt ihr nicht rein, dann verbrennt man sich nämlich immer die Finger. Außer ihr habt natürlich einen Kerzenanzünder, einen längeren, den wir nicht haben. Damit ist ein Ende gesetzt. Ihr braucht euch nicht mehr die Finger verbrennen. Ihr braucht einfach nur eine Spaghetti. Zündet die Spaghetti an. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe auch. Und jetzt gehen wir einfach mit der Spaghetti hier ins Glas. Und zünden die Kerze an. Bitte lass es funktionieren. Ja! Es hat funktioniert! Schwuppsdiwupps und die Kerze brennt, ohne dass ich mir die Finger verbrannt habe. Bin so glücklich, cool, dass es funktioniert hat. Der ist echt cool, Mann. Der ist voll drauf. Der kriegt voll viele Daumen von mir. Ich hätte sie voll mit einer Spaghetti rum. Boah, die Spaghetti riecht. Alter, weißt du, wie die Spaghetti jetzt riecht? Nach so Brot, den wir im Toaster machen. Nein, es riecht richtig verbrannt. Also nein. Der Lifehack kriegt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Es hat richtig gut sogar funktioniert. Würde ich auch sagen. So, jetzt kommt ein Lifehack. Dafür wird mir jede Frau, glaube ich, dankbar sein. Ja. Und zwar kennt das jeder von euch. Ich bin mir sicher, Hakan oder Männer kennen dieses Problem nicht. Aber wir Frauen ziehen ihr gerne enge Hosen an. Zu enge. Enge Hosen, genau.
Und dann nach dem Essen ist die Hose so eng, dass man den obersten Knopf bzw. den Knopf öffnen möchte. Aber es sieht halt scheiße aus, weil dann geht der Reißverschluss automatisch. Mist ist das. Da würde ich mir eigentlich so enge Hosen kaufen, ganz einfach. Jetzt zeige ich euch, wie ihr dieses Problem vermeiden. So, jetzt ist es hier locker, aber stellt euch mal vor, ich muss jetzt meinen Bauch aufblähen, aber weil ich noch nichts gegessen habe, ist der immer noch leer. Naja, dann wickeln wir hier das Haargummi durch die Schlaufe und machen es hier um den Knopf. Tata, jetzt habt ihr locker, schaut mal, mehr Platz. Noch mehr Platz zum Essen. Okay. Also Leute, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall voll der billige Lifehack. Nein, das ist nicht. Der ist billig, Mann. Ich würde mir einfach nicht so enge Hosen kaufen, dass wenn ich gerade mal was esse, dass die Hose mir schon nicht passt. Was ist das, Mann? Also für Frauen vielleicht ja, aber für mich ist das also absolut. Also wenn ihr denkt, dass das hilfreich war, lasst auf jeden Fall diesem Lifehack einen Daumen da. Ich finde es richtig genial. Für unseren letzten Lifehack benötigen wir einen Luftballon, einen Strohhalm und eine Schere. Also ganz einfache Sachen, die jedermann zu Hause hat. Und jeder Hausmann oder jede Hausfrau wird uns dafür dankbar sein. Also wir stecken jetzt erstmal den Strohhalm hier durch. Am Ende schneiden wir das einfach ein. Okay, dass wir vorne einfach ein Loch haben. So, und jetzt müssen wir ins Badezimmer. Alter, jetzt bin ich mal richtig gespannt, was du da vorhast. Also ihr seht, ich habe jetzt extra nicht geputzt. Ihr seht, hier liegen überall Härchen rum. Und normalerweise würde ich jetzt das Wasser nehmen und mit meiner Hand ja überall das Wasser hinstreuen, sage ich jetzt mal. Aber mit diesem Lifehack, Leute, klemmt ihr den Ballon einfach nur hier hin und es wird eine Sprenkelanlage. Tada! Wie cool ist das denn? Schaut mal! Ja, Mann! Richtig cool, gell? Hier. Du kannst natürlich auch mehr Wasser machen, mal gucken. Ich finde das richtig geil. Okay. Schau mal. Der ist echt cool, der Lifehack. Alles ist sauber. Weißt du was, den Ballon lasse ich jetzt hier. Ja, genau. Warum? So einen abgeschnittenen Ballon mitten im Ding Badezimmer. Hör auf. Hör auf, machst du nicht. Also, ich muss jetzt zu diesem Lifehack sagen, in der Türkei, geil. Kennt ihr das? Das was geil. Ich finde den Lifehack geil. Also, in der Türkei verkauft man überall auf dem Bazar und so auch so Dinger, Verlängerungen, die wo man auch an Wasserhahn dran macht. Und mit dem kannst du dann auch, das ist sowieso Gummi, mit dem kannst du dann auch drum rumfahren. Ja. Da muss ich so einen billigen Luftballon machen. Was heißt billig? Schau mal, wir haben jetzt Lifehacks gezeigt, da muss man nichts kaufen. Das hast du alles schon zu Hause. Hast du. Und wie komme ich jetzt auf den türkischen Bazar, bitte? Du fliegst halt nur kurz in die Türkei rüber. Nee, der war aber echt auch schon cool. Also, den werde ich öfters mal benutzen, wenn ich mal einmal im Jahr putze. Naja, Leute, das war's jetzt mit unserem Video. Wir hoffen natürlich, der ein oder andere Lifehack hat euch gefallen, beziehungsweise ihr werdet ihn mal gebrauchen oder anwenden. Mhm. Und lasst uns auf jeden Fall einen Daumen da. Genau. Wenn ihr noch mehr solche TikTok-Lifehacks-Videos sehen wollt, auf jeden Fall auch einen Daumen da lassen. Immer einen Daumen da lassen, egal was. Lasst einfach einen Daumen da. Die Leute, die neu auf unseren Kanal gestoßen sind, hier unten könnt ihr ein kostenloses Abo da lassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.